Willkommen zu Bartender Hustle. Heute sind wir ein richtig toller Mensch, der Getränke für Leute herstellt. Und auf den Simulator bin ich aufmerksam geworden, weil er sehr gut bewertet ist. Und deswegen dachte ich, wir spielen wir das heute. Schreibt gern euer Wunschgetränk unten in die Kommentare und auch hier in den Live-Chat, denn die sind auch dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr live vorbeikommt auf www.twitch.tv/dude-live. Wir gehen einmal rein. Ich würde sagen, wir fangen am besten einmal. Es gibt verschiedene Modi. Es gibt zum Beispiel Endless. Ich würde sagen, wir gehen in die Geschichte, weil so lernen wir wahrscheinlich auch ein bisschen Tutorial-like. Und dann würde ich sagen, neue Geschichte und let's go. Verfolgen Sie Ihre Karriere als Barkeeper im Story-Modus. Und da lernen wir nämlich alles. Chapter 1. Das ist süß. Aperitif. Amy, ich bin seit 3 Wochen arbeitslos und die Miete ist Ende des Monats fällig. Wenn ich diesen Job nicht annehme, kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen. Sie sagten, ich soll heute Abend zu einer Schicht erscheinen, aber sollte ich mich besser beeilen? Apps und Residenz. Der Musikplayer kann mit M und das Rezeptbuch mit R geöffnet werden. Sie können Ihr Outfit ändern, indem Sie mit dem Kleiderschrank Ihrem Schlafzimmer interagieren. Durch die Auswahl ansprechender Kleidung erhöhen Sie das potenzielle Trinkgeld für Kunden. Oh nein. Ihr Laptop kann auch benutzt werden, wenn Sie zu Hause sind, um auf verschiedene andere Funktionen zuzugreifen. Oh nein. Oh, ich habe eine Katze, die sieht glücklich aus. Die Ninja. Miau. Hast du nicht ein Glück, dass du nicht in so einer Nacht... das ist auch schön. Look at this. What a night. Okay, es fängt ja schon mal gut an. Vorhänge kann ich auch zumachen, dann kann keiner reinspermen. So geil, ne? Wenn du irgendwie so weit oben lebst mit so einer tollen Aussicht. Schön, 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 schön. So, was kann ich denn anziehen? Okay, wir wollen ja viel Trinkgeld, Leute, ne? Ich fühle das eigentlich gerade gar nicht, aber ich will Trinkgeld. Ach, ich kann das kaufen, ne? Hab ich überhaupt Kohle? Ja, hab ich. Eine Leggings. Ein Rock. Boah, der Rock bringt bestimmt am meisten, oder? Boah, das ist so schäbig, so zu reden, aber es ist leider so. Kaum so eine Aussicht, ne? Kurze Hose oder Rock? Was bringt mehr? Ich glaube, eine kurze Hose kaufen. Und dann hätte ich gern noch ein hottes Outfit. Aber nur auf 10. Gibt es irgendein Outfit für 10? Hier. Ne, sind nicht die Tops. Dann lasse ich das jetzt erstmal so. Probier mein Bestes. Okay. Süß, die Wohnung. Einfach nur cute. Cute, cute, cute. Super süß. Was gibt's denn hier drin? Okay. Was geht hier so? Laptop. Whisky Pub. Ich habe gestern versucht, in diese Bar zu gehen. Sie war geschlossen. Schade. Ich versuche, in dieser Stadt neue Freunde zu finden. Ich werde versuchen, heute Abend hinzugehen. Aha. Anpassen. Ich bin besessen. Lady Killer. Wie lautet der Name dieses Cocktails? Lady Killer. Stimmt sogar. Ich habe richtig geschätzt. Schon wieder? Wie lautet der Name dieses Cocktails? Pink Lady. Was ist das, Leute? Pink Lady, Godmother oder Ambassador? Ich würde sagen Ambassador. Wie viel Wodka wird für diesen Cocktail benötigt? Keine Ahnung, ich kenne mich mit Cocktails gar nicht aus. Ach shit, ich darf nicht drüber nachdenken. Wie viel Grenadin wird für diesen Cocktail benötigt? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Alkohol nicht aus. Wie viel hochprozentiger Rum? Ja, 2 Bonus. Barkeeper Quiz. Welche der folgenden Zutaten wird in diesem Cocktail nicht verwendet? Hochprozentiger Rum, Cranberry-Saft oder Amaretto? Amaretto. Nein! Ach, lass mich doch in Ruhe. So. Okay, hier haben wir die Rezepte. Amaretto. Kann ich eigentlich nachlesen? Ich hätte einfach nachlesen können, Mann. Okay, hier haben wir unser Bad. Alles passt. Spielbecken, wunderschön. Okay, ich finde das Spiel bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also auch so von der Quali und allem. Kann ich mich auch duschen? Okay, dann gehen wir mal raus. So, das 1964 gegründete Whisky Pub ist seit langem... Okay, so. Oh, hallo, hallo. Was, ich fange schon an? Ich habe doch überhaupt keine Ahnung. Hallo. Nora. Na gut, Amy, richtig? Ja, das bin ich. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Nora. Ich habe noch ein paar andere Kandidaten für diesen Job. Also werden wir sehen, wie du dich heute Abend machst und dann sehen wir weiter. Hast du schon Erfahrung als Barkeeperin? Ich muss noch ein bisschen lernen, aber ich denke, die Grundlagen beherrsche ich. Stimmt überhaupt nicht, ist eine Lüge. Dann ist ja gut. Ich kann dir beibringen, wie man einen Drink mixt. Aber ich brauche auch jemanden, der mit den Gästen umgehen kann. Whisky ist bekannt für seinen freundlichen Service.
Und wir müssen diesen Ruf aufrechterhalten. Kein Problem, ich kann mich um die Kunden kümmern. Wir haben die letzte Woche geschlossen, um einige Gäste aufzurüsten und heute Abend ist unsere Wiedereröffnung. Es ist eine gemütlich aussehende Bar, sieht aus, als hätte ich hier alles, was ich brauche. Diese Bierzäpfe sind brandneu. Einige der anderen Geräte hier wirst du in dieser Bar wahrscheinlich nicht sehr oft benutzen. Flammende Getränke und hochklassige Cocktails waren in diesem Lokal nie sehr beliebt. Flammende Getränke? Ja, ich zeige sie Ihnen ein anderes Mal. Wir haben eine recht einfache Getränkekarte in dieser Bar. Ich habe alle Hände zu tun. Gibt es jemanden im Chat, der schon mal sowas gemacht hat und sich damit auskennt? Ich habe alle Hände voll zu tun mit meiner neuen Bar die Straße runter. Deshalb könnte ich hier nicht wirklich einen guten Barkeeper gebrauchen. In Ordnung, klingt gut. Also, was kann ich für Sie tun? Fangen wir mit etwas einfacher an. Nehmen Sie ein Highball-Glas. Da fängt es ja schon an. Und füllen Sie es bis zum Rand mit Pale Ale Bier aus dem Zapfhahn. Dann servieren wir es. Was ist ein Highball-Glas? Ich glaube, das schaffe ich. Ah, das ist ein Highball-Glas. Um ein Glas Bier auszuschenken, nehmen Sie das markierte Glas von der Theke. Stellen Sie es unter den Zapfhahn. Okay, das sollte ich hinkriegen. Hier. Mhm. Wo ist ein Pale Ale? Da. Bup. Okay, das muss ich jetzt richtig schön smooth machen. Oh ja, Leute, hört ihr das? Oh ja. Ist nur okay. Hier, bitteschön. Kann ich es servieren? Richtiges Glas verwendet. Akzeptables Flüssigkeitsvolumen. Richtige Flüssigkeitszutat. Ist sie ein Bot? Ausgezeichnet. Danke. Und diese Zeit haben wir normalerweise viel zu tun. Ich wette, du wirst bald deinen ersten Kunden sehen. Okay, eine Schicht schaffe ich auch alleine. Machen Sie mir ruhig eine Screwdriver. Während Sie die Cocktail mixen, können Sie sich an den Rezept orientieren. Ein Screwdriver. Die für ein Rezept benötigte Flüssigkeit, Zutaten werden hervorgehoben und können mit rechter Maustaste in ihre ursprüngliche Position zurückgesetzt werden. Wo ist denn der Screwdriver? Oder was kann ich machen? Tab. Oh Gott, Hilfe, Leute. Ich brauche eure Hilfe. Also, wir nehmen das Glas. So, dann müssen wir... Oh nein, da ist schon der Erste. Nein, ich packe das nicht. Oh, ich hasse sowas. Wo ist denn hier überhaupt Eis? Hier, Eisbehälter. So, wir machen erstmal Eis rein. Oh shit, okay, so. Wo ist... Sirup? Wo hat's die... Hier ist es... Oh Gott, das wird eine Katastrophe, Leute. Ich bin gelernte Restaurantfachfrau, habe aber auch einen Bartender gemacht in jungen Jahren. Süß. Wie viel war das? 2, ne? Das weiß ich. Das reicht schon. 2. Oh. Orangensaft. Wo ist Orangensaft? Die Musik geht übel steil. Wo ist denn der Orangensaft? Si, Signor. Keine Sorge. Ich habe alles im Griff. Ich finde nur... Hier ist der Orangensaft. Hier. Ah, da. Orangensaft. Orangensaft. Okay. Aha. Ah, shit, das war zu viel. Oh nein, sie guckt zu. Wie die mich auch beide beobachten. Eigentlich überhaupt nicht. Die haben ihre Augen so links und rechts. 2. Ach so, 2. Oh. Okay, ich war ein bisschen zu zaghaft. Aber ich finde, Alkohol ist nicht gut. Deswegen finde ich, sollte der nicht so viel saufen. Wodka nochmal, okay. Oh Gott, das ist ja voll viel. Oh Gott. Okay. Dann nochmal Orangensaft. Ha! 100 Points. Danke, Leute. Ich wäre am Arsch gewesen, hätte ich nichts gesagt. Orangenrad. Finde ich das Orangenrad. Mittlerer Strohhalm. Hier ist ein Orangenrad. Und ein mittlerer Strohhalm. Cocktailschirm. Kleiner, mittlerer Strohhalm. Bub. Hier, hat nur 10 Jahre gedauert. Bitteschön. Ich habe 3 Dollar bekommen. Huhu, reine Stressverhalten. Veranstaltung voll, ne? Okay, was wollen Sie? Markus, hallo zusammen. Hi, willkommen in Whiskys Pub. Das ist nicht mein üblicher Ort zum Trinken. Aber ich hatte eine lange Nacht. Heute Abend schaffe ich es nicht mehr dorthin. Wohin gehen Sie denn? Eine Hotelbar. Etwa 5 Blocks entfernt. Ich habe gerade die letzten 12 Stunden in der Notaufnahme verbracht und mein nächster Halt ist zu Hause. Der Laden ist mir nie aufgefallen, also dachte ich schau mal vorbei. Wir haben erst heute Abend wieder geöffnet. Du arbeitest in einem Krankenhaus? Ja, Arzt der Notaufnahme. 12 Stunden der Notaufnahme? Ich wette, Sie haben ein paar Geschichten auf Lager. Was darf ich Ihnen bringen?
Ich hätte gern einen Eimer Glas Red Wine. Sicher, das kann ich Ihnen bringen. Kommt sofort. So, Barausstattung. Du kannst die Barausstattung deiner Bar jederzeit während des Spiels anpassen. Oh, jetzt habe ich so einen Shaker. Okay, der braucht auf jeden Fall einen Eimer. Ich muss erstmal wieder auf mein Leben klarkommen. Er will einfach nur weinen. Hier haben wir das Glas. Bupp. Und dann... wie ist das hinhau? Keine Macht im Alk. Ja, das auf jeden Fall, ne? Wir machen hier nur alkoholfreie Varianten. Das ist alles nur Traubensaft. Das möchte ich hier nochmal betonen. Seht ihr? Das ist nämlich... Eigentlich ist es nämlich Schlamm. Hopp. So. Hier bitteschön, ihr Traubensaft. Bupp. Richtiges Glas verwendet. Perfektes Flüssigkeitsvolumen. Danke, das ist toll, das ist großartig. Gern geschehen, Amen, Vergnügen. Wusstest du, dass es keine gute Idee ist, in eine sich verdrehende Waschmaschine zu greifen? Ich habe nie daran gedacht, aber ich habe in jungen Jahren herausgefunden, dass es auch keine gute Idee ist, ein Messer in einem Toaster zu stecken. Der Patient erlitt eine geschlossene Fraktur des radialen und Ulnarknochens des Unterarms. Er sollte in 6 Wochen vollständig genesen sein und eine minimale Langzeitfolgen haben. Darf er mir das als Arzt überhaupt erzählen? Wer hätte gedacht, dass Wäschewaschen so schmerzhaft sein kann? Wir sind zerbrechliche Wesen. Durch diese Momente des Schmerzes und des Leidens werden wir stärker. Würden Sie vorschlagen, dass ich in eine sich drehende Waschmaschine greife, um stärker zu werden? Nein, das würde ich nicht empfehlen. Wir alle lernen aus Fehlern. Aber es ist besser, aus den Fehlern der anderen zu lernen. Was ist denn das hier für eine geisteskranke Konversation? Als Kind hat mir meine Mutter gesagt, ich soll meine Hand nicht auf einen heißen Herd legen. Also habe ich es nicht getan. Ich wünschte, meine Mutter hätte mir gesagt, ich solle kein Messer in den Toaster stecken. Nun, jetzt kann jemand von dir lernen. Sagen Sie, Barkeeper, wie wäre es mit noch einem Drink, bevor ich gehe? Ja, gern. Was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gerne Cape Cod, bitte. Ja, gern eine Cape Cod, kommt sofort. Was ich mir dann scheiße. Oh, hallo, Lady. Was haben Sie denn heute noch vor? Okay, ich mache erstmal eine Cape Cod. Das ist einfach nur unfassbar gruselig, ey. Bestimmt ist der so ein Typ, der Menschen nachts aufschneidet und in seinem Keller ausweitet. Okay, ein bisschen Wasser. So, 1,5 Wasser. So. Dann haben wir noch Cranberry-Saft. Da haben wir 4,5. So, eine Cape Cod. So, 4,5 passt sofort. Let's go. Und zwar auf den Schwecken. Oh, look at this. Ein Limettenrad, Mann. Leute, der Morgen startet nur gut mit einem Limettenrad und einem mittleren Strohhalm. In ja, face feed. So, hier, bitteschön. Saufen Sie. Okay, kann er noch mit mir reden? Nee, der ist jetzt zufrieden. Der ist schon so richtig angeschwipft. Das ist doch ein Vampir, der Kerl. Lacey, hallo. Hi, willkommen in Whiskies. Oh, ich bin in einer Bar. Ich war auf dem Weg in den Club, aber ich habe meine Zwillingsschwester verloren. Hast du sie gesehen? Ihr Name ist Stacy. Sie sieht genauso aus wie ich. So fängt ein schlechter Inkognito-Film an. Inkognito-Fensterfilm. Nein, ich glaube, ich habe sie heute Abend noch nicht gesehen. Wir haben erst vor 10 Minuten gehört. Wahrscheinlich hat sie umgebracht. Sind Sie sicher? Hier ist ein Bild von ihr. Sie ist auf der rechten Seite. Mhm. Okay. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Und wenn, sollten Sie zur Polizei gehen. Na gut, ich denke, ich werde einen Drink nehmen, während ich hier bin. Kannst du mir einen machen? Sicher. Ich kann dir einen Drink machen. Was darf es denn sein? Ich hätte gerne einen Gin Tonic. Komm, okay, dann gibt's jetzt einen Wasser-Tonic mit dem Shit hier. Das ist so ekelhaft. So. Ach, gleich Zwillinge auch noch. Nanu. Oh, verdammt, Manu. Okay. So, und dann brauchen wir hier König. Die ist so eklig. Oh, ist das ekelhaft. Hier noch ein bisschen Eiswasser rein. Genau, sprudel. Oh nein, ich wollte noch ein bisschen mehr. Ich darf nicht mehr. Ach, wie doof. Wenn ich abgesetzt habe, darf ich nicht mehr. Dafür gibt es jetzt ein... Nein, ich will ein Limettenrad. Kann ich es wegschmeißen? Nein! Ich muss doch irgendwo wegschmeißen können. Ja, so. Einfach hinter die Theke. Und ein Mittler.
Ja, bitteschön. Oh, hallo. Was kommen wir denn für hotte Bräute, Mann? Holy moly, was geht? Wer bist du denn? Svelana. Hallo, willkommen in Wikis. Ich habe gestern Abend versucht, diese Bar zu besuchen, als sie geschlossen war. Stimmt, ihr habt doch eine Nachricht geschrieben. Nun, wir haben heute Abend wieder geöffnet. Ich bin hier Barkeeperin. Was darf ich Ihnen bringen? Meine Bestellung. Red Beer, bitte. Sicher, ein Red Beer kommt sofort. Hm, so viel. Also, wo bleiben die Männer, Mann? Also, muss ich ja schon sagen hier. Einfach nur ein rotes Dingsbums. Ach so, das muss ich ja anzapfen, ne? Hier, so bupp. Hm, this is a man's world. Das ist immer... Oh, 100. Ey, für dich, Girl. Hier, bitteschön. Richtiges Glas verwendet. Perfektes Flüssigkeitsvolumen. Richtige Flüssigkeit. Ich danke Ihnen. Gern geschehen. Ich mag diese Bar. Kein schlechter Ort, um einen Drink zu nehmen, oder? Ohne vieles. Ohne viel Aufhebens. Erinnert mich an eine Bar in meiner Heimat. Wo kommst du her? Von einem Ort weit weg von hier, auf Übersee. Ich bin erst seit einem Monat hier. Von weit, weit weg komme ich her. Ich muss euch sagen. Der Erlenkönig. Was bringt dich in diesen Stadtteil? Ich habe keine Familie. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Und der? Ich hatte das Gefühl, dass ich mein Umfeld verändern muss. Etwas, um eine Sicht der Dinge zu verändern. Oh, es tut mir wirklich leid, das zu hören über deine Familie. Ich muss dir nicht leid tun. Es ist nur so, dass ich mir sicher bin, dass du schwierige Zeiten durchmachst. Du denkst, ich mache schwierige Zeiten durch? Ich weiß nicht, vielleicht bist du es? Ich habe mich daran gewöhnt, dass die Leute hier so handeln. Sie erwarten nie, dass etwas Schlimmes passiert. Wie meinen Sie das? Wo ich herkomme, erwartet man, dass schlimme Dinge passieren. Es ist unvermeidlich, dass schlimme Dinge passieren werden. Findest du das nicht irgendwie deprimierend, immer damit zu rechnen, dass etwas Schlimmes passiert? Es geht nicht darum, zu erwarten, dass etwas schief geht. Es geht darum, die Tatsache zu akzeptieren, dass Dinge schief gehen werden. Das ist ein Teil des Lebens. Machen Sie weiter. Warum sollte ich versuchen, Dinge zu kontrollieren, auf die ich keinen Einfluss habe? Ich verstehe, hören Sie auf, mich voll zu labern. Ich arbeite in meinem örtlichen Hotel. Zimmermädchen, etwas, um die Rechnung zu bezahlen. Ah, interessant. Nach der Arbeit studiere ich. Eines Tages werde ich Waschmaschinenbauingenieurin. Maschinenbau. Maschinenbauingenieurin. Ich habe auch schon einen an Tee. Ach so, wie schön für dich. Barkeeper, noch einen Drink? Sicher, Mann. Ich nehme einen Rum-Cola. Oh Gott, ich bin so durch heute einfach nur. Waschmaschinen, wegwerfen. Waschmaschinen. Oh, holy shit. Was ist das für ein Laden, Mann? Sind wir in Jersey Shore? Ich brauche Eiweiß sofort. Ey, das ist einfach richtig geil. Das zeigt einfach die heutige Zeit einfach nur. Immer schön Eiweiß fressen, sonst gehen die Gains weg, Mann. Dein Bizeps sieht ein bisschen entzündet und verdreht aus, Kollege. Weißt du, dass man manchmal etwas erzwingen kann, wie zum Beispiel eine Tür mit aller Kraft aufzudrücken, um sie zu öffnen? Ja, genau. Also, was, Barkeeper? Ich kann jede Tür, die ich will, mit diesem Rindfleisch öffnen. Diese Art von Logik gilt hier nicht. Wie wäre es, wenn ich dir etwas anderes hole? Es ist kein Proteinshake, aber ich denke, es wird dir schmecken. Ein Roy Rogers. Mhm. Wie geil, der kommt in eine Bar und will einen Proteinshake. Also, was ist denn das für eine Unlogik? Ich sag nichts. So, genau. Jemand, der Sport macht, hat bestimmt Bock, nach dem Pumpen sich bestimmt hier erstmal was reinzujieten. Das glaube ich auch. So. Ich schmeiß. Der Laden löppt, Leute. Der Löwen löppt. So. Ah! Shit. Der ist bestimmt unzufrieden dann. Kirsche. Hier, eine Kirsche für dich. Und ein mittlerer Strohhalm. So. Okay. Oh, das ist doch die Zwillingsschwester. Hallo, Barkeeper. Hallo und willkommen, Whiskys. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne einen Horny Bull, bitte. wie wäre es mit noch einem Trink, bevor ich gehe? Ein Code de Cod, wie vorhin schon. Ach du Scheiße, Lazy und Tracy. Oh, Hilfe! Ich habe Angst, die Leute sehen ja einfach... Die sind nett, aber sie sehen irgendwie so bedrohlich aus. Ich habe keine Ahnung, was soll ich tun? Also Konzentration. So, du wartest, Kollege. Ich bin hier gerade am Drink mixen. Das sieht aus wie ein Vampir.
Heißen sie zufällig Edward und sind ein Vampir und wollen mich beißen? Mhm. Schwäbisch ist einfach sympathisch. Vor allem das Schlimme ist, dass ich eigentlich immer meine Tante nachmache, wenn ich so rede. Deswegen habe ich es gerade gelassen, weil es eigentlich voll scheiße ist. Weil die redet immer so, Mensch, ich hab's doch gesagt. Hier ein Strohhalm für dich und jetzt einen guten. So, der Jean-Claude. Jean, oh, die Lippen so leicht so. Warte, ich mach danach so. Und dann dieser leere Blick. Die Berechnungen, die ich über ihr Verhalten angestellt habe, als ich dieses Etablissement betraf, bedeuten darauf hin, dass sie zu den Anfängern und den Mixologen gehören. Hallo, auch an Sie. Willkommen im Whiskies. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, meine Einschätzung Ihrer Fähigkeiten nicht zu widerlegen. Nun okay, was darf ich Ihnen bringen? Mach mir mein altes Lieblingsstück aus der Zeit, als ich meine Diplomarbeit über fortgeschrittene Robotik geschrieben habe. Nummer 058, ein Tequila Sunrise! Oh mein Gott, die Leute sind einfach nur alle durch. Kann ich nicht mehr. Okay, alles ist gut. Ich klinge wie deine Oma. Hey, das hört man gern. So, Tequila. Ein Blanco. Und dem ist jetzt... Oh, verdammt, ich hab verkackt. Konzentration, Leute. Das ist jetzt ernst, ne? Wir müssen dem jetzt was beweisen. Oh, Schips. Ja. Dann brauchen wir noch einen Genadine. Jebediah Springfield. Oh ja, let's go. Dann gibt's noch eine Kische und ein Orangenrad. Und einen mittleren Strohhalm. Ich würde mal gerne echt die größeren Strohhalme verwenden dürfen. Hier, bitteschön, mein Freund. So, was sagst du? Das Eis, das sie verwenden, ist zu kalt. Die Folgen eines solchen Fehlers können zu einer Sphenopalatinen Ganglioneuralgie führen. Das ist nur eine Beeinträchtigung des Menschenseins. Das stimmt. Und vielleicht halten sie jetzt bitte einfach die Schnauze. Witzig, ich schlage vor, du rüstest dein Kühlregal auf, das eine künstliche Intelligenzkomponente mit tiefem Lernvermögen verwenden. Ich werde sicher meinen Chef danach fragen. Bereiten Sie mir ein Sea Breeze vor 0180. Ihr Befehl ist ein Kommando. Warum trinken die immer ihr dummes Getränk nicht erstmal aus, Mann? Trink doch dein Getränk aus und bestell nicht ein zweites, Kollege. Was ist dein Problem? Okay. Sehr gruselig. Das ist wie es, wenn Elon Musk hier bestellt. So, Cranberry-Saft. Let's go. Ein bisschen Cranberry. Ein bisschen Cranberry. So, auch noch mehr. Halt. Nein, ich habe abgesetzt. Oh, ich darf noch. Oh. So, noch ein bisschen Grapey. Nein, Grapey. Grape. So. Yeet. So, und dann haben wir noch ein Limettenrad. Und ein mittlerer Strohhalm. Bitteschön. Ich weiß, der Cocktail war kacke. Der Tequila ist schon geäxt. Aber wirklich, der ist echt schon weg. So. Lebensmittel. Ah, ich habe voll viel eingemalt. Flawless hier, ne? Verfolgen Sie Ihre Karriere als Barkeeper im Story-Modus. So. Ah, das war ziemlich lustig. Vielleicht könnte ich Barkeeperin werden. Nun, ich gehe besser schlafen. Morgen Abend geht's weiter. Kann ich mir was kaufen? Ja. So, Leute, Trinkgeld ist auf unserer Seite. Wir brauchen ein bisschen ein hotteres Top. Und ich würde sagen, wir nehmen uns... Ich glaube, dass das eher hotter für die ist, oder? Darf ich das mal anschauen? Kaufen. So. Ich glaube, that's the deal. Und damit ich so richtig leger aussehe, ziehe ich mir jetzt noch einen Rock an. So. Die Schuhe müssen auch noch gewechselt werden. Sieht das unstylisch aus. Schuhe, als hätte sie so die Schuhe ihres Boyfriends angezogen. Sieht ja furchtbar aus. Egal. Sieht ja eh keiner. Ich stehe ja hinter der Bar. Lichtschalter ausmachen. Muss ich jetzt mein Licht ausmachen und schlafen gehen, oder? Oh, schau mal. Sie träumt von schäumenden, prickelnden. Mein Mathelehrer. Fortschritt speichert. Prickelndes Wasser. Okay.
Super. Toller Tages... Toller... geiler Tagesrhythmus. Schon wieder dunkel. Okay. Oh, die Katze. Ninja. Miau. Hey, ich hatte vor, heute Abend dort zu essen. Die Katze zu essen? Ich hatte vor, heute Abend dort zu essen. Im Ninja? Achso, ich dachte, du willst die Katze essen. So. Quickies Pub. Was gibt's denn hier eigentlich? Was kann ich denn hier machen? Ausrüsten. Ausgestattet. Das sind wahrscheinlich die Tapetenfarben, ne? Okay. Dann, super, bringt's ja, wenn was drin ist. Okay, dann lasst uns mal aufgehen, Leute. Let's go, nächste Session. Joy und Julia, von den nervigen Machern einer was? Jo, welcome, 902. Hey Amy, schön dich zu sehen. Hallo, freut mich dich zu sehen. Du musst letzte Nacht gut gearbeitet haben. Wir haben einige positive Kundenrezensionen erhalten. Ich bin mit ihrer Leistung bisher zufrieden. Ich danke Ihnen. Das war eine anstrengende Schicht. Jede Bar hat ihr eigenes Klientel. Wir haben hier eine gemischte Kundschaft. Von Zeit zu Zeit haben wir ein paar streitlustige Gäste. Im Lagerraum gibt es ein Neunereisen, falls du es mal brauchst. Ich bin nicht wirklich ein Golfer. Okay, ich hab's kapiert. Nun, ich würde sie gerne an Bord haben, wenn sie daran interessiert sind, mitzumachen. Natürlich bin ich interessiert. Dann willkommen an Bord. Ich lasse sie gleich in Ruhe. Wie wäre es mit einem Drink für mich? Sicher, was darf ich bringen? Okay, ein Gin. Ey, die nutzt es aber auch ganz schön aus. Ist es ihr Laden oder schon jemand Neues da? Mhm. Okay. Let's go. Okay, let's go. Ein bisschen Wasser rein hier. Upp. Und dann haben wir hier noch was anderes. Oh Gott, ich finde die Dinger nie. Wo ist denn das nochmal? Meine Schuhe, ey. Das ist so stylisch einfach nur. Ach so, Tonic war ja hier. Ups. So. Swish. Ah, Julia Beauties und Joyce Jungle Podcast. Was ist mit denen? Ein Limettenrad. Und ein mittlerer Strohhalm. Bitteschön. So, es, Eis fehlt. Oh, verdammt, es tut mir so leid. Okay, das gibt... Ach so, muss ich jetzt noch Eis reinpacken? So, bitteschön. Oh nein, ich glaube, es ist das Spiel hängen geblieben. Kann das sein? Oh, ich muss nochmal 9 machen. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich eine Verschwendung. Nein, das Eis darf nachträglich nicht reingefüllt werden. Oh Gott. Wir machen eine Live-Tour. Ah, ich dachte nämlich gerade, ich habe gerade dran gedacht, wann machen die denn endlich mal eine Live-Tour? Witzig. So, und dann ein Limettenrad. Nein. Limettenrad. Upp. Und ein mittlerer Strohhalm. Entschuldigung, Chefin, ist mein zweiter Tag. So. Was darf sein? Anna, hallo. Hallo zusammen, was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern ein Fruity Beer. Mhm, Fruity. Bestimmt hier, oder? Und Splash. Wie viel muss da rein? 8. Schau, wie sie guckt. So, oh, hoffentlich entdeckt mich hier keiner. So, bitteschön. 100%. Vielen Dank, das habe ich gebraucht. Ein langer Tag? Oh, ich bin sicher, Sie können das nachvollziehen. Sie sind Barkeeper? Nein, eine Barista in einem Coffeeshop. Oh, ich hole mir dort ab und zu ein Latte. Ich werde Sie das nächste Mal grüßen. Was ist Ihr Lieblingsgetränk? Ein heißer Chai Latte. Oh, das nennt man ein Dirty Chai. Schmutzig? Ja, mit einem extra Schuss Espresso. Wir nennen ihn Dirty. Hast du schon mal einen George probiert? Nein, was ist das? Das ist ein Bier mit einem Schuss Wodka. Es ist so etwas wie ein Partygetränk. Ich habe oft Abende, an denen ich lange arbeite, nach der Arbeit auf einer Party lande. Für solche Momente ist es gut. Nun, ich muss heute Abend nicht auf eine Party gehen. Aber jetzt will ich es trotzdem versuchen. Es ist ein starker Drink. Einmal George, bitte. Ey, sie hat gerade schon was da, ne? Also, dieser Überkonsum macht mich fertig. Ah, okay. Splish. Pale Ale. Also, Leute, ich sag's ja immer wieder. Ich selber trinke so gut wie nie Alkohol. Deswegen würde ich auch euch sagen, Finger weg. Nicht zu viel. So. Wow, das ist ja ein starker. Hab ich dir doch gesagt. Willst du ein Glas Wasser, um es runterzuspülen? Nein, nein, ich kann mit meinem Alkohol umgehen.
Also, wie bist du als Barista gelandet? Ich schätze, ich war mit der Highschool fertig und wusste nicht zurecht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Hättest du nicht einen Kredit für die Studiengebühren aufnehmen können? Schon möglich, aber ich glaube, das College ist sowieso nichts für mich. Okay, Girl, laber mich nicht voll. Ich habe neue Kunden. Boah, labert die mich voll. Das denn sein? Eventuell. Ah, hier hinten. Mich würde das voll nervös machen, wenn ich hier die Getränke mixe und die Leute glotzen mir so die ganze Zeit zu. Da, bitteschön. Okay, was? Oh nein, dich der schon wieder. Den Wolkenbruch draußen ist unerbitterlich. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass er in den nächsten 30 Minuten aufhört. Mann, es kommen die ganze Zeit die gleichen Creeps. Oh Gott. Ja, es hat in letzter Zeit wirklich geschüttet, nicht wahr? Bis ich meine metallische Hülle erhalte, muss ich meine primitive menschliche Haut vor dem Regen und seinen schädlichen Verunreinigungen schützen. Oh Gott, will der zwei haben? Will der zwei haben? Nee, oder? Ja, egal. Ich finde es auf jeden Fall gruselig, dass hier die ganze... Das Geile ist, wenn man so viel Eis reinmacht, dass man kaum mehr ein Getränk drin hat. Und nochmal.
Ein Limettenrad, bitte. Danke. Ein mittlerer Strohhalm, bitte. Danke. Hier, bitteschön. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Ihr Niveau ist amüsant, aber ich werde nicht nachgeben. Ich werde Ihre Fähigkeiten so lange herausfordern, bis ich ein ausreichendes Niveau an Kundenzufriedenheit erreicht habe. Gehen Sie mir bitte nicht auf die Nerven, sonst rufe ich die Polizei und hole mein Pfefferspray. Oder am besten noch gleich meinen Golfschläger von hinten. Dankeschön. Er schaut mich wirklich gruselig an. Oh, sie ist wieder da. Ah, wir haben einen Bay noch. Einen Bay Breeze will er noch. Dass sie auch immer gleich zwei holen, ne? Die richtig, richtig gestört. Und vor allem alle alleine. Es sind nie welche zusammen da. Bitte einmal den Cranberry Saft. Mit 3 Oz. So, und den Ananassaft. So, 2. Und bitte einmal ein Zitronenrad. Oh, das kann man eigentlich im Sandkastenmodus machen. Da kann man doch bestimmt auch übel abgehen, oder? Müssen wir eigentlich mal machen. Hier, bitteschön. So, ich mach die noch und dann machen wir mal den Sandkastenmodus. Kann ich dir etwas zu trinken bringen? Ja. Aber ich habe heute Abend keine Zeit zum Plaudern. Das ist schon okay. Musst du irgendwo hin? Ja, ich habe heute ein Date. Oh, wo willst du denn hin? Sie sagt keine Zeit zu plaudern und ich laber sie voll. Normalerweise gehe ich bei meinem ersten Date gern spazieren, aber nicht beim Regen. Wir werden uns ins örtliche Museum begeben. Da gibt es diesen Monat eine Dinosaurier-Expedition. Mhm, das klingt nach Spaß. Hm, wie wäre es mit einem Godfather? Godmother? Godmother, bitte. Sehr, sehr geil, wenn du erstmal einen ansaufen musst, bevor du zu deinem ersten Date gehst. Gut. Why not? So. Amaretto. Ein Amaretto. So. Oh, ups. Ein Amaretto hier. Bitteschön, Girl. Komm sofort. Mhm. Super, die Nacht ist vorbei. Sie ist in der Bar eingesperrt. Oh, herrlich. Okay. Eine Toilette. Gut, das heißt, ich würde gerne mal kurz in den Sandkastenmodus gehen, um zu gucken, was da so geht, weil ich glaube, da kannst du mixen, wie du willst. So, dann gucken wir mal. Stellen Sie das aktive Rezept her. Okay. Mixen Sie Ihren Wunschcocktail, indem Sie das aktive Rezept im Rezeptebuch erstellen können. Ja. Geil, da kann ich herstellen, was ich will. Wow, die sehen ja richtig fesch aus. Den machen wir jetzt. Rezept einstellen. So, Magic Spell. Der hat euch also gefallen, hä? So, machen wir rein. Das ist übrigens nur Wasser. Steht nur was Falsches drauf. So, dann, kommt hier noch minimal was. Nein. Dann haben wir hier noch dieses Crème de Violette. Schablette. Und dann haben wir noch einen kleinen Strom. Jetzt muss ich aber erstmal shaken hier, ne? I shake it off. I shake it off. I shake it off. Ja. So, okay. Dann kann ich das auch schon hier rein shaken. So. Ey, das sieht aber cool aus. The Magic Spell. Dann brauchen wir noch einen kleinen Strohhalm. Und anzünden. Nee, oder nicht anzünden. Ja. Upp. Ich würde trotzdem gern anzünden. So, geil. Tada! Bitteschön. So, sah auf den ersten Blick gut aus. Ja, ich sehe schon. Ihr habt schon das richtige Auge. Gucken, ob es irgendwas Schweres gibt. Irgendwas, was so ein Riesen... Oh, der sieht gut. Ich glaube, der ist schwer, weil da musst du, glaube ich, Schaum machen, oder? Halt, ich will den einstellen. Da. Ich glaube, dass der nicht so einfach ist, oder? Bin mir nicht sicher. Gibt ja auch was, die so Eischaum und sowas drauf machen. Was, ein italienischer Bass? Also... Damit kenne ich mich gar nicht aus, ne? Hier. So, einfach mal reinschmeißen hier. Das ist nicht der, den ich brauche.
habe ich denn da jetzt für eine Belohnung bekommen? Open the Champagner Bottle. Und eine Soda brauchen wir noch. Diese Mischung einfach nur, ey. Da ätzt mir das alles weg. So, ein Orangenrad bitte. Und natürlich noch ein kleiner Strohhalm. Und fertig ist das Kaltgetränk für die Gnus. Wunderbar. Poppin' Bottles. Poppin' Bottles in the ice. Like a blizzard. Was nehmen wir noch? Negroni. Mind Eraser. Oh mein Gott, der hört sich furchtbar an. Der Mind Eraser, wenn der schon so heißt. Okay, Mind Eraser. Rezept einstellen. Furchtbar. So. Upp. Kaffeelikör. Pfui Teufel. Zitrone, Limette. Zitrone. Was soll ich denn hier? Zitrone, Limette. Wo? Ah, hier. Die, der ist, glaube ich, richtig ekelhaft. Und dann Erfrischungsgetränk. Was ist denn ein Erfrischungsgetränk? Muss ich noch ein Erfrischungsgetränk reinpacken, oder was? Ist es das jetzt gewesen? So, ich rühre die Scheiße jetzt. So, ich mache jetzt mal einen Freestyle-Cocktail. Und zwar für die Gnus in einem riesengroßen Glas. Und dann machen wir jetzt einfach mal einmal alles rein. So. Wir fangen hier an. Einmal alles. So. Oh Gott, das ist so ekelhaft, Leute. Ich sag's euch. Oh Gott, furchtbar. Oh, Kokosnussgummi. Ih, das musst du ja so alles wegsprengen, ne? Pfui, Teufel. Okay, sagt er. Pfui, Teufel. Kann ich dir auch eigene Trinks kreieren? Wahrscheinlich schon, ne? Ich mach mal dieses dumme Rezept hier raus. Dann kann ich mir bestimmt ein eigenes erstellen, oder? Das ist nämlich der Gnuvolution. Nur in Frieden heißt der, weil du nachstirbst. Nur in Frieden. Ist das ein Horrorgame? Eigentlich irgendwie schon, ja. So, dann noch ein bisschen Eis. Und dann hätte ich gerne noch eine Minze rein. Pup. Und noch eine Kirsche. Eine Himbeere. Pup. Und noch eine Ananas. Pup. Und noch eine Kirsche. Pup. Was? Ich kann nicht mehr platzieren? Das ist Skandal. Noch ein Ananasrad. Was soll denn das? Und bei mir gibt es nämlich Cocktailschirmchen. Ha! Und es gibt noch eine Zimtstange. Okay, in case of the rain. So, das ist der Gnuvolution. Da kommt noch ein bisschen Cherrysaft rein. Das geht nicht mehr. So, Gnuvolution. Die Krütze. Gnu in Frieden. Kann ich den erstellen? Hier, ich würde den gerne jetzt mir erstellen. Das ist ja mein Rezept gewesen jetzt. So. Kann ich mir auch eigene Rezepte bitte machen? So ein Gnu in Frieden Drink? Fände ich richtig nice. Bitte. Keine Rezepte, die mir vorgegeben werden, sondern so ein Gnu in Frieden wäre doch. Doch, glaub nicht. Okay, einen letzten Drink machen wir noch. Was wünschen sich die Gnus? Ich finde eigentlich den ganz süß. Malibu Breeze mit so Schirmchen oder der Mai Tai. Oder Lady Killer. Ja. Ich bin auch Stairmaster im Gym und da wird sich Fußstream gegönnt. Süß! Oh Gott, halte durch. Welche Stufe machst du gerade? Was Blaues? Der Grasshopper. Horny Bull. Malibu House für den Hier. Okay, wo ist denn der gewesen? Da, da haben wir den jetzt noch. So. Eis. Da ist ja ganz schön viel drin. Kokosnuss rum. Jeet. Zwei. Cranberry Saft. Auch zwei. Jupp. Ananassaft. Auch zwei. So viel Süßzeug, ne? Die haben auch so viel Kalorien, die Sachen.
Das denkt man immer nicht. Aber wie viel Kalorien dieses ganze süß-pappige Zeug hat und diesen ganzen Stuff. So, da will ich noch unbedingt einen mittleren Strohhalm. Kann ich... Hä? Ach so. Und dann möchte ich gerne ein Cocktailschirmchen. Wunderschön. So, das ist doch jetzt Malibu, oder? Ananassaft, Ananaskeil, Kirsche. Ja, das ist wunderbar. So, zerstöre ich das alles, weil, wie gesagt, wir wollen hier niemanden, der das alles austrinkt. Ja, und das war soweit der Bartender-Haus-Simulator. Finde ich ganz lustig. Finde auch cool, wie sie einfach so diese verschiedenen Leute einfach ein bisschen verarschen. Die Getränke machen ist auch schön. Es ist schön gemacht. Aber wie gesagt, Leute, passt bitte auf bei eurem Alkoholkonsum. Fangt bitte nicht zu früh an. Werdet erst erwachsen. Lasst euch im Clubs nicht aus den Augen. Passt auf eure Getränke auf. Bringt eure Freunde und Freundinnen nach Hause. Gebt einfach Acht. Weil da kann so viel Mist passieren. Ich verstehe ja, wenn man irgendwie sagt, hey, mal irgendwie auf was anstoßen und so. Aber passt trotzdem auf. Lernt eure Grenzen kennen. Geht immer wieder raus an die frische Luft. Esst genug. Und im besten Fall lasst einfach die Finger von dem Stuff. Ich bin gespannt über eure Meinung zu dem Game generell. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und über echte Menschen in den Kommentaren. Wäre auch sehr schön, damit ich mich dort nicht nur mit irgendwelchen Bots unterhalten muss. Dankeschön.